Hallo und herzlich willkommen auf Game Center VS. Ich bin Vivian. Ich bin Nina, hi. Und wir sind die Töchter vom Crescho. Der ist heute nämlich der Kameramann. Wir machen nämlich heute das Unboxing-Video. Ja, die Leute schicken uns immer regelmäßig Sachen zu. Und die bewerten wir dann hier vor Ort und kaufen sie es an. Verkaufen uns auch dann wieder in den Livestreams und genau, das machen wir dann heute auch. Ja, und warum ihr euch jetzt fragt, weshalb wir das machen. Wir zwei haben diesmal den Ankauf ausgerechnet und abgewickelt. Genau. Und da sind wir jetzt mal gespannt und gucken mal rein, weil ich finde, das ist ziemlich außergewöhnlicher Stuff dieses Mal dabei. Auf jeden Fall. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, bis zum Schluss zu gucken. Es sind 5 große Bananenkartons. Die kommen aus Österreich, da war der Versand tatsächlich auch schon fast 200 Euro. Mhm. Deswegen gucken wir mal, was wir da so geschnappt haben, ne? Gucken wir mal. Genau. Fangen wir an, oder? Genau. Brauchen wir nicht Messer? Nee. Ich glaube, die sind schon offen. Ja, machen wir mal lieber ohne, wir haben nämlich schon vorbereitet. Also es sind 5 Bananenkartons. Wir wissen selber nicht mehr ganz genau, was alles dabei ist, weil es sind Unmengen an Artikeln. Unmengen, ja. Unmengen, ja. Unmengen? Unmengen. Aber auch Sachen, die man tatsächlich selten gesehen hat, ne? Genau. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einiges. Wir holen einfach schon mal ein paar Sachen raus. Das können wir auch sortieren ein bisschen dann währenddessen. Boah, guck mal, hier habe ich schon das Erste, was ich schnappe, du. Guck mal. Erster Titel, den ich rausziehe. Paper Mario für den Gamecube. Sehr, sehr cool. CD ist tippitoppi. Arschtrein. Genau. Schaut mal hier, Fire Emblem für die Gamecube. Auch mittlerweile sehr gesucht, auch mit der Anleitung. Also ich glaube, es müssten so um die 30 bis 40... Gamecube-Spiele sein, auch wenn es nicht sogar schon mehr sind. Also die CDs sind echt top. Also Wario World, auch sehr, sehr cool. Dann haben wir zum Beispiel hier noch, halt noch mehr Smash raus. Bros. Für die Gamecube. Tails haben wir dann noch da. Ja, die sind alle soweit mit der Anleitung. Turok. Harry Potter. Haben wir Sonic. Die Anleitungen sind bis jetzt alle dabei. Lost Kingdoms. Das kann man ja hier... Beyond Good Evil. Genau, das kann man dann einfach mal da vorne legen. Dann haben wir sowas wie Final Fantasy und Star Wars. Alles ein sehr gepflegter Zustand. Wave Race, Final Fantasy. Also bis jetzt muss ich sagen, haben wir es schon mal gut gemacht, oder? Wir haben gut gemacht. Wir haben gut gemacht. Metroid haben wir. Natürlich Mario Kart. Erstmal die ganzen Gamecube-Spiele, oder? Genau. Das hört ja gar nicht mehr auf, du. Nee, absolut nicht. Hier sind noch ein paar PS2-Spiele mit dabei. Genau, die lassen wir mal. Hier noch. Zelda Wind Waker. Ach, guck mal, das ist sogar die amerikanische. Ah, da ist die Anleitung nicht dabei. Ja, okay. Sogar amerikanisch. Guck mal. Aha. Ja. Mhm. Aha. Mhm. Ja. Hatten wir auch noch nie. Nee. Voll gut. Resident Evil. Immer sehr, sehr gefragt, Resident Evil. Super Mario Sunshine. Guck mal, der Hobbit. Das hier? Skies of Arcadia, ne? Legends. Das hier? Eternal Darkness. Guck mal, Donkey Konga Bonga. Sind auch die Bongos dabei? Nee, ich glaube, die waren nicht dabei. Ich glaube, Gamecube. Haben wir jetzt soweit. Ah, nee, da sind noch mehr. Oh Gott, da ist so viel Zeug drin. Oh Gott, wir haben noch so viele Pakete. Jesus Gott. Ich mach einfach mal so lang weiter hier. Oder mach du? Ja, dann haben wir die. Guck mal, Harvest Moon mit Anleitung. Das wird ziemlich hoch mittlerweile auch gehandelt, ne? Harvest Moon. Nee, warte mal, ist Animal Crossing gewandert. Ah ja, fängt irgendwo anders. Stimmt, irgendwo anders. Ah, Zelda, Wind Waker. Mit beiden CDs. So. Ein Resident Evil habe ich noch gefunden. Guck mal hier. Für die Gamecube. So viel Gamecube-Spiele. Ist einfach so schön. Ist einfach so schön, ja. Und dann haben wir noch ein paar Wii-Spiele. Super Mario Galaxy 2 im Pappschuber. Ist doch alles drin? Ja, sieht sehr schön aus. Schöner Zustand. Keine Knicke. One Piece und Super Paper Mario für die Wii haben wir auch. Das haben wir auch. Und das haben wir. Das hört ja gar nicht auf. Wir haben so unfassbar viele Kisten. Ne? Für die Wii. Die U-Spiele sind auch mit drin. Hier Nintendo Land. Ja. Guck mal, so das mache ich jetzt mal weg, oder? Sonst sieht man uns gar nicht mehr vor lauter Stapeln. Aber das finde ich immer gut. Die Gamecube-Spiele, wir bereiten ja auch CDs auf, also wir können sie schleifen, aber ich finde Gamecube-Spiele ist immer so eine Sache. Da sind wir recht froh, wenn wir es mal nicht schleifen müssen. Genau.
So, machen wir mal weiter hier. Genau, ihr könnt uns auch gerne Sachen über WhatsApp verkaufen. Die Nummer wird dann nachher eingeblendet. Genau, da könnt ihr euch dann gerne melden. Am besten immer Fotos dazu schicken und eure Preisvorstellung. Weil es immer ein bisschen schwer, ja, nachher liegt man extrem weit auseinander oder von der so, Vorstellung. Genau. Deswegen schickt am besten vorher noch eure Preisvorstellung mit dazu. Und dann schauen wir es uns an und dann kriegt ihr auch eine Rückmeldung. Kann nur im Moment ein bisschen dauern, wir werden überrannt von Ankäufen. Egal, wir brauchen, schnell, schnell. Genau, dann haben wir noch zum Beispiel sowas wie die Wii U Minecraft, Assassin's Creed, Super Mario 3D, Donkey Kong. Da freue ich mich ja schon auf unser Livestream auf Twitch. Ja. Auf jeden Fall. Darksiders 2 und der erste Teil für die Wii U. Noch mehr, also wenn ihr Bock habt und was seht, was euch gefällt, vergesst nicht, das werden wir alles oder zum größten Teil auf Twitch dann verkaufen, versteigern. Also dabei sein ist alles, ne? So, Mario Boss für die Wii U, Zelda Wind Waker für die Wii U, also ist auf jeden Fall alles dabei. Da haben wir sogar noch ein PS2-Spiel mittendrin. Ja, sehen wir noch mehr. Guck mal, Monster Hunter. Lassen wir mal da drin. Aber ich glaube, die Aufkleber müssen wir wegfüllen. Die muss man wegfüllen, ja genau, das sind die Aufkleber. Nicht, dass man dann nachher was kaputt macht. Einfach mal Bild eingefahren. Für die Wii haben wir noch einmal Harvest Moon und Dragon Quest. Also solche Sachen hat man auch schon lange nicht im Laden. Ich muss sagen, es sind echt gute Sachen, sind dabei. Richtig schön. Und es ist erst ein Karton. Einer von fünf. Eins, zwei, drei, sechs. Sind sechs? Ja. Nice. Guck mal, Hack. Achso, doch, okay. 6, ja. Okay. Für die PS2 mit zwei CDs. Ja, die Coco, das habe ich aber, glaube ich, schon gezeigt. Guck mal, meine Güte, du. Richtig, richtig schön. Für die PS2, guck mal, hast du schon mal gesehen? Ja, ich weiß nicht. Also ich, kann mich nicht daran erinnern. Also ich arbeite seit, wie lange bin ich jetzt hier? 16, 17 Jahre, aber ich glaube, einmal ist mir über den Weg gelaufen. Shadow of Memories. Silent Hill. Mir noch, was war das? Age of Empires, ganz wichtig. Und es sind bis jetzt wirklich überall die Anleitungen drin. Sehr, sehr das schön, ist das ist schon auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ein paar 360-Spiele waren hier auch noch im Paket. Für die grüne Fraktion? Genau, Bioshock, Halo, Sacred, Magna. Mhm. Ah ja, hat das schon mal jemand gesehen? Ah ja, ja. Magna? Ja. Hat das schon mal jemand gesehen? Mhm. Mhm. Das ist echt ausgefallenes Zeug. Hast du ja schon gezeigt? Nein, das darfst du mal machen. Dann packe ich nämlich den Rest kurz ein, dass wir hier wieder Platz haben für die nächste Kiste. Heide Blitz, du. Das Zeug, weiß gar nicht. Hast du schon gezeigt? Nee. Guck mal, da klaut. Ich leg dir alles hin, was noch zeigen kann. Also das da haben wir noch nicht. Den Rest packe ich ein. Ah, das müssen wir alles abfüllen. Ne? Ja, Shadow Hearts. Haben wir auf jeden Fall nachher ein bisschen Arbeit mit dem Abfüllen. Aber das kriegen wir. Ihr werdet, glaube ich, gerade ein bisschen hier überschwemmt mit Stuff, du. Dragon Quest. Ein Steelbook. Resident Evil. Für unsere Steel Friends. Silent Hill PS2. Ja, da ist noch ein PS4-Spiel. Guck mal, Final Fantasy jetzt noch dazwischen gemunkelt. So. Warte. Machen wir das einfach drauf, dann stelle ich es weg und dann kannst du gleich das nächste auch machen. Also der Herr hat uns ja so viele WhatsApp-Bilder geschickt. Oh Gott, ne? Haben bestimmt 500 Bilder. Ach, ich glaube ja, das war echt... Er hat halt auch immer Fotos gemacht, ja, vom Artikel. Und dann, ob die Anleitung drin ist oder nicht. Und ich glaube sogar auch noch von den CDs, gell? Er hat von allem Fotos gemacht. So, da haben wir noch... Achso. Brauchen wir mal kurz ein Messer. Genau, also hier in dem Karton sind hauptsächlich Sealed-Spiele, ja, von PSP, PS Vita, DS, PS4 ist alles mit dabei. Ich meine, Haare abschneiden oder was? Mhm. Nein. So ein schicker Kurzhaarschnitt. Mhm. Macht dir ja nichts kaputt, du bist da drin. Nee, ah, ja. WoW-Collectors Knopf. Du kannst das schon mal sonst auspacken. Mhm. Hier haben wir echt viel eingepackte Spiele. Du hast gerade schon gesagt, oder? Ja, habe ich gesagt. Ach, schon gesagt, okay. Ja. Kannst einfach mal rausholen und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, mit welchem coolen Sache ich hier anfangen soll. Warte mal. Hi, hi. Zinkt. Also der meinte auch bei den Collectors. Metroid Prime für ein 3DS, alles original verpackt. Er meinte auch, die hat er nur ausgepackt. Ja, es ist noch alles neu drin.
Ja. Er hat es nur mal ausgepackt, um zu gucken, wie es da drin aussieht. Oh, ich glaube, das ist auch schon die 10. WoW Collectors hier. Man of Medan, auch noch original verpackt. Hier mit Nintendo Banderole, Harvest Moon für die Wii neu. Also richtig, richtig cool. Also bis jetzt haben wir nur gute Sachen ausgepackt. Ja, also das sind jetzt fast hauptsächlich nur neue Sachen für die PS3 Silent Hill. Müssen wir halt alles wegfüllen, dann ganz vorsichtig mit dem Hals so füllen. Tales of Symphonia für die Wii auch neu und mit Banderole. Hier PS4 Witcher, aber dazu hat er noch die Steelbook. Die ist mittlerweile auch recht selten. Wird bestimmt in die Auktion kommen am Donnerstag. Guck mal hier. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Animal Crossing für den DS auch noch neu. Und mit Nintendo Banderole drumherum. Und alle Ecken sind einfach, ja. Nina muss einmal dran riechen. Einmal dran riechen, muss gehen. Einfach, seht ihr das? Es ist wirklich wie neu, ohne Risse oder Platzer oder irgendwas. Dann haben wir hier noch Mario Kart 8 für die Wii U, auch noch original verpackt. Ach, Mario Kart geht immer. Mario Kart geht immer, wir genau. Spielen auch hin und wieder Mario Kart. Dann hier Metroid für die Wii. Das ist die PEGI-Version, die österreichische. Ja, das ist halt vom Zustand her aber echt noch in Ordnung. Echt noch in Ordnung, ich würde sagen, super. Ja, das ist halt hier. Ja, das müssen wir abwöhnen, das kriegen wir hin, wie wir. Wir machen das wieder wie oh, neu hier. Guck, da ist schon einer abgefallen. Ohne zu föhnen. Ja. Auch noch alles neu. Meine Güte. Dann haben wir noch für die PS3 Castlevania, nur hier unten ist leider ein bisschen die Folie ab. Müssen wir mal gucken, wie man das am besten macht. Boah, das ist so Kruschelkiste. Dann super. Dragon Ball für die Wii auch noch neu. Hier Kingdom Hearts für die Xbox One auch noch neu. Oh, hier ist es, guck mal. Ah, hast du es gefunden? Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Animal Crossing für den GameCube. Mittlerweile wirklich, wirklich, hab mal geguckt, ziemlich rar geworden. Hier mit noch nicht mal aufgerubbelt den Code. Gut, der wird nicht mehr gültig sein, aber zum Sammeln ist es echt genial. Guck mal. Mhm. Alles noch vorhanden. Alle Inlays dabei, genau. Haben wir noch für die PSP. Das God of War ist auch noch original verpackt. Das kommt dann nachher alles in Acrylcase. Da haben wir schon welche bestellt. Das ist ehrlich? Noch auch für PSP haben wir? Auch für PSP haben wir gut. Boah, hier, Last of Us 2 original verpackt. Ach, das ist Highlight, oder? Einfach das Highlight hier in diesem Paket. Nee, ich hab ein Highlight entdeckt. Ja? Ich hab ein Highlight entdeckt. Wenn das der Crescho sieht, der wird abgehen. Seht ihr das? Pokémon. Und da lurkt der Crescho schon vom Eck so rum. Was sehe ich da? Der steht nämlich da hinten und guckt, was wir Pokémon treiben. Pokémon Schwarz Edition, neu. Und jetzt guckt euch mal die Ecken an. Da ist nichts nada niente. Und mit Nintendo Banderole. Das wird wahrscheinlich ins Case kommen. Wird auf jeden Fall. Wird ins Case kommen. Wird auf jeden Fall. Und einen Platz kriegen hinter die, ja, Theke. Du weißt schon. Theke, danke. Theke, das war Theke, yes. Ja, dann habe ich hier nochmal ein GameCube-Spiel gefunden, nämlich nochmal ein Pokémon. Das ist auch komplett. Also es taucht immer mal wieder doch ein anderes Spiel noch auf, wenn dem Paket, das war jetzt nicht original verpackt. Ich bin gerade total überfordert, es sind so gute Sachen dabei und es war einfach unser Ankauf. Ist auch unser Ankauf. Haben das ja gemacht. Genau, Crash wusste davon nämlich gar nicht. So, PS3 Tales, auch noch original verpackt, im Pappschuber. Das ist mit Steelbook, oder? Mhm. In das Steelbook. Ich weiß nicht, doch, ist das Steelbook? Doch. Ja, gell? Dann hier, Final Fantasy. Au! Für die PS3 auch original verpackt. Ja, also auf jeden Fall richtig, richtig guter Stuff dabei. Silent Hill 4 mit der Anleitung für die PS2 war auch in diesem schönen Paket. Ich kann ja gar nicht sagen, was. Zieh einfach raus! Einfach raus damit. Oha, ist auch neu. Das muss man auch wegfüllen. Guck mal, Steelbook. Wunderschön. Selten so gesehen. Oder? Obwohl wir es jetzt doch schon zwei, drei Mal und selten so generell von. Ja, sonst vom selten, ja, genau. Sonst selten, ja. PS3. Mhm. DS Harvest Moon auch original verpackt. Auch ein sehr, sehr schöner Zustand. Kommt dann auch in das Acrylcase. Dann haben wir hier, das ist selten, für die Vita. Ja. God of War. Das kostet ja mittlerweile neu mehr, gebraucht mehr sogar, als es neu damals gekostet hat. Müssen wir gucken, das hier abfüllen und das hier unten. Aber dann, da haben wir auch ein Acrylcase bestellt. Mhm. Aber mit dem Föhn würde ich dir echt mal einen Tipp geben. Mir? Ja, nicht zu heiß einstellen mit dem Heißluftföhn. Nicht zu nah an die Folie, sonst hast du nachher ein Riesenloch. Man muss draus lernen. Also, mir ist es noch nicht passiert. Nein, dir? Deswegen sage ich dir, dass das dir nicht passiert. Okay. Hätte man mir das früher gesagt, wäre es nicht passiert. Okay, überleg schon, nimmst du so Pokémon und dann steht alles einfach in Flammen. Einfach komplettes Spiel aufgelöst, gell? Wir sagen einfach nicht, dass wir es dabei hatten. Okay, gut. PS4, Secret of Mana. Hier auch ein ganz toller Titel. Zelda
Twilight Princess, auch original verpackt, ja. Ein sehr, sehr schöner Zustand. Nirgendwo irgendwelche Risse. Sehr gut. Guck mal hier. Final Fantasy für den DS. Auch wieder neu. Ich weiß gar nicht, woher der Kerl das hat. Gigantisch. Er hat es einfach gesammelt. Einfach gesammelt, gigantisch. Echt. Guck mal, wir sind erst bei Paket oder Karton Nummer 2. Und es wird noch richtig, richtig cool werden. Noch cooler. Mario Bros. Neu. Mit Banderole. Für die Wii. Ist das nicht schön? Sieht doch gut aus, oder? Und das ist auch so ein richtiges Highlight. Mhm. Silent Hill für die PS2. Auch original verpackt. Da wird der Crash richtig. Ich geh mal ein Stückchen näher. Ich komm ein Stückchen näher. Warte. Ja. Fokussieren. Nochmal. Ja, das hier auch noch original verpackt. Da haben wir auch schon Acrylcase bestellt. Wir haben für alles Acrylcase okay, bestellt. Okay, wir schublieren jetzt einfach alles ein, oder genau, was? Genau, das haben wir gesagt, das machen wir auch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du das einfach aufmachst und spielen möchtest. Ja, nee, also das sollte schon einschublieren. Nee. Das ist so Krische sein Lieblingsjob gerade. Genau. Dann haben wir hier noch für die PS3 Herr der Ringe original verpackt. Dragon's Dogma. Das halt ja ein bisschen die Folie hier oben ab. Schade, aber süß. Hier, du darfst immer mal. Ich genieße gerade, ich guck einfach zu. Ich bin Für die Wii Zelda sind beide CDs drin. Das ist auch die PEGI-Version. Klar, er kommt ja auch aus Österreich, deswegen. Zweimal Tales of, auch für die PS3, auch wieder sealed. Aber da ist ein bisschen die Folie ab. Ist ja fast runtergeflogen. Es wäre ja mal ein Wunder, wenn man nichts fallen würde. Aber hör mal. Nee, oder? Doch, CD ist leider raus. Aber das kann man ein bisschen reinknicken, das geht dann schon. So, dann haben wir hier nochmal Hyrule für die Wii U original. Wir machen jetzt einfach mal hier, ne? Es geht ja ewig heute. Assassin's Creed PS4, auch noch neu, aber das ist jetzt nicht so selten. Genau, würde ich noch sagen. Hier South Park für die 360, auch noch nicht so selten. Dann haben wir hier, was ist das? Clash of Heroes. Might and Magic für den DS, auch original verpackt. Rayman 3DS neu, das hat ja gar nicht mehr auf, Vivian. Codename Steam für den 3DS neu. Alles einschubliert. Wird alles einschubliert, genau. Dann haben wir hier nochmal ein Tales für die PS3. Dann haben wir ein Rayman für die Wii. Das ist auch original verpackt. Also hat es echt gesammelt. Aber ich würde sagen, alles querbeet. Der hatte nicht so ein Genre, wo er sagt, nur das sammle ich, sondern echt alles. Pikmin 3 für die Wii U, auch original verpackt. Und ich muss hier mal was ganz Schönes auspacken. Pack's mal. Das ist auch ganz schön. Ein Suikoden 2 für die PlayStation 1. Oder? Ist es nicht gut? Ist es gut. Mit. Ist gut. Gut, Hülle kann man wechseln. Wir haben ja noch originale neue da. Mit Anleitung. Das hat leider einen Stempel drin. Ach so, ja, da ist ein kleiner Stempel drin. Aber ich würde mal sagen, bis jetzt, Karton Nummer 2 war auch top, oder? Was sagt ihr dazu? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Video findet und das Unboxing, was man besser machen könnte, was nicht, was euch gefällt oder was auch nicht. Oder was auch nicht, genau. Oder was auch nicht, oder was euch gefällt hat oder was auch nicht. Guck mal, PS Vita, Dungeon Hunter auch noch neu. Es sind noch die ganzen Original-Aufkleber drauf. Aber wie gesagt, wir hatten es ja vom Föhn. Guck, wenn du es wegmachst und nicht föhnst, sieht es so aus. Das hast du so blöde Kleberückstände. Und ich sag's noch zu dir. Mhm. Genau, guck mal, das kannst du jetzt noch machen. Ah, was haben wir denn da? Yokai Watch für den 3DS, auch noch neu. Ist jetzt nicht so der Hit. Okay. Nicht so, ja, man muss das aber jemand? Man muss, ja, aber ich meine jetzt, man muss ja, ja, okay, hier, Clock Tower, Teil 3. Die Zeit läuft, auch wieder. Ich glaube, ihr könnt euch gar nicht entscheiden, worauf ihr Bock habt, gell? Das ist einfach, weiß ich, wenn ich mir so überlege. White Knight Chronicles 2, auch noch neu, aber es ist halt in so einer Schrumpffolie, das ist immer schade. Dann wird das wahrscheinlich mal ausgestellt worden sein, und raus wieder. Und dann wieder... In Folie. Ein schubliert in Folie. Mach mal weiter. Pokémon Weiße Edition für den DS. Auch komplett neu. Nein, stopp, neu nicht. Komplett gebraucht, ja? Komplett gebraucht. Komplett schon gebraucht. Benutzt. Schon benutzt. Das hört ja gar nicht mehr auf, du. Suikoden, PlayStation 2. Das ist der 5er. Das ist erst 2 von 6. 2 von 6. Dann haben wir noch 2 Switch-Spiele. Und nochmal ein neues Pandora's Tower für die Wii.
Es sind auf jeden Fall viele, viele Highlights dabei. Ja, und es hört nicht auf. Ich könnte schon schwitzen. Ventilator. Ja. So, dann haben wir das. Dann packen wir das jetzt weg. Da habe ich schon den nächsten aufgemacht. Den kann man ja vielleicht einfach hier draufstellen. Das packe ich mit dem mal Controller weg. Achso, ja, noch ein Xbox One Controller. Ah, der war auch mit dabei. Ja, der okay. Hat die Xbox-Konsole. Da ist noch eine Xbox-Konsole dabei. Ja, eine One. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja. So, hier haben wir auf jeden Fall eine riesen Kiste mit DS-Spielen. Schaut mal. Das ziehen wir jetzt durch, das oder? Das ziehen wir jetzt einfach durch. So, pam, pam, pam. Was hat denn das an Kino, sagen wir mal? 15 bis 18 hat er ein Paket. Okay. Ja. Also es sind hauptsächlich DS- und 3DS-Spiele. Kann man ja ein bisschen vorsortieren, aber auch immer schön alles drin. Inlay und... Inlay. Und Anleitung. Zum Beispiel hier Pokémon Mystery Dungeon. Meine Herren. WarioWare Touched. Hier DS Sim City. Ich finde ja eigene Stadt bauen. Voll gut. Voll gut. Wahrscheinlich noch irgendwo ein Landwirtschaftssimulator dabei. Ja. Rette den Wald. Das müssen wir machen. Rette den Wald für den DS. Mhm. Ja, also ist echt alles dabei. Hier Fire Emblem für den DS. Schaut mal, wie schön. Es ist so schön. Ist auch was drin, ja? Ja, guck gut. Hier. Weil ist was drin. Kennst du ja, oder? Den Ankauf vom Crash. Ja, ja, so. Wo er danach reinguckt hat, das war gar nicht drin. Ja, also da ist tatsächlich eins drin. Genau, du kannst jetzt auch mal. Ja, komm, wir machen jetzt mal hier Final Fantasy Ring of Fates für den DS. Auch komplett mit Anleitung. Sehr, sehr schön. Castlevania für den 3DS. Ist jetzt aber auch wieder gestiegen vom Preis, habe ich gesehen. 3DS Pokémon Mystery Dungeon. Kingdom Hearts für den DS. Dieses Recoded. Dann hier ja? DS ja. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Origins für den DS. Oh, dann hier Metal Prime, die Demo für den DS. Hast du schon mal eine Demo gesehen? Ja. Ja. Hatten wir, glaube ich, auch ein, zwei Mal da. 1, 2, 3. 5, 8, 10, 20 Mal die Gilde für den DS. Komm, wir hauen jetzt raus. Dragon Quest DS. Boah. Final Fantasy für den DS. Professor Layton, Schatulle der Pandora. Habe ich auch gespielt. Finde ich cool. Mal so. Rätsel? Ich würde zwar sagen zum Entspannen, aber die Rätsel haben es ganz schön in sich. Genau. Hier Anno für den DS. Guck mal hier, Room Factory 2. Was hatten wir das mal da? Für die PS4 noch letztens, glaube ich, gell? Ich weiß es gar nicht. So viel Stuff hier rein und rauskommt. Also wenn ihr Bock habt, uns auch was zu verkaufen, schickt uns gerne mal Fotos auf unsere Geschäfts-WhatsApp-Nummer. Das seht ihr nachher unten eingeblendet. Einfach Papa, mal. Danke fürs genau, Einblenden. Papa. Ja, danke fürs Einblenden. falls ihr euch fragt, wo Crasho ist, steht da hinten, guckt raus. Bisschen entspannen. Ja. Guckt, was da draußen so abgeht. Oder beobachtet uns, wir wissen es noch nicht. Ja, wissen wir nicht. Ein bisschen irritierend. Genau, schickt uns einfach Bilder und dann gucken wir es uns an. Kann 2, 3 Tage momentan länger gehen, weil wir halt gerade echt überrannt werden von Stuff. Ihr seht's, wir sind noch ewig hier nicht fertig. Wir haben noch Super N64-Spiele und Lösungsbücher. Bleibt dran. Bleibt es dran. Wird noch spannend. Es wird spannend. Spannender als jetzt geht das überhaupt. Ich finde die Folge bis jetzt ist spannend. Spannend. Okay. Super Sache. Dragon Quest für den DS. Auch wieder komplett. Dann haben wir hier Salem Secrets für den DS. Naruko. Ich erfinde gerade einfach ein Spiel. Naruto Shippuden DS. Star Fox für den 3DS. Ah ja, mal so zwischendrin mal zum Entspannen. Big Brain für den DS. Zum Entspannen. Zelda, guck mal, 3DS. Es hört gar nicht auf. Also es müssen, glaube ich, so 80 DS-Spiele oder so. Die Siedler. Oh, fuck, schon. Die Siedler. Guck mal hier, Wahnsinn. Harvest Moon für den DS. Das sind das Harvest Moon, mein Inselparadies und dann das, der erste Teil für den DS. Oh Jesus, was ist das denn? Animal Crossing. Ja, genau. Etrian. Etrian Odyssey? Ja, okay. So. Irgendwie sowas für den 3DS. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen für das den 3DS. Ja, ich auch noch nicht. Harvest Moon, A New Beginning 3DS. Monster Hunter, das haben wir aber schon lange nicht angekauft. Findest du? Haben wir es nicht da unten? Nein. Nein? Kirby Superstar für den DS. Another Code für den DS. Oh, hier ist nochmal Pokémon. Guck mal, ich fass da rein, es wird einfach nicht weniger. Pokémon Platin für den DS. Also die sind alle immer mit der Anleitung. In Top-Zustand. Resident Evil Teile für den 3DS. Boah, da kann Zelda Option 3DS. Losgehen. Also ja, dann haben wir hier Pokémon Omega. Kingdom Hearts. Das ist
Das hört einfach nicht auf. Ist ein Top-Titel. Polarium für den DS. Ah, ich bin ein bisschen traurig. Es war noch kein FIFA dabei. Ich glaube, er hat gar kein FIFA geschickt. Nicht? Nein. Das war schon ein bisschen traurig, muss ich schon sagen. Ein Punktabzug. Final Fantasy 3DS. Dann haben wir Pikmin. Fantasy Life. 3DS. Ich greife dann mal weiter rein. Wir haben noch kurz mal drei PSP-Spiele. Star Ocean, also das God of War und Breath of Fire 3. Also ihr könnt gerne in den Bohr, pass auf, was du machst. Ich weiß schon, ihr ich schneide nicht da rein. Ihr könnt gerne in den Kommentaren mal sagen und einen Kommentar abgeben, wie euch das gefällt hier. Was ihr von dem ganzen Stuff haltet. Also ich finde es bis jetzt interessant. Ja. Also Pokémon, goldene Edition, aber guck mal hier. Ah. Da ist leider ein Riss hier. Hier ist leider ein Riss, ansonsten hätte ich gesagt. Pokéwalker auch bestimmt drin, oder? Ist sehr, neu. Sehr schöner Zustand. Nee, ich glaube, er hat es wieder zu. Boah, ich glaube, das wäre sogar neu gewesen. Guck mal. Ja. Boah. Boah, ich glaube, das ist neu. Ja, oh nein, voll schade. Leute, also, es kann sein, dass es sogar noch neu ist, weil ja, es sieht so aus. Es einfach zugeklebt ist. Hallo, Papa. Oh, Vater! Ich glaube, das ist noch neu. Guck mal. Aber da ist ein Riss an der Seite, ein Riesenriss. Das ist. Schade, das wäre neu. Das ist einfach zugeklebt noch. Schnell, ja. Müsste nagelneu sein. Also, das ist ja der Hammer, oder? Neu, hallo? Beispiel. Egal, also, kommt, ich wollte jetzt kommt keiner nach an. Egal. Ja, ja, Chrono Trigger für den DS wird mittlerweile so mit 200 Euro gehandelt. Habe ich gestern nachgeschaut. Echt? Ja. Uff, gell? Ich weiß gar nicht. Pokémon Weiße 2. Mario Luigi Paper Jam Bros. One Piece für den 3DS. Zelda für den DS. Also es ist wirklich es echt ist, tolle Titel. Alle Pokémon-Teile für den 3DS sind dabei. Alle Mario-Teile. Guck mal, Kitty Karos ist dabei. Bravely Default ist dabei. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Fluch der Karibik für ein 3DS. Also, und das nimmt kein Ende. Genau, ich hier. DS, Yoshi Touch and Go. Harvest Moon für den DS. Also, es sind echt alle Harvest Moon-Spiele dabei. Mhm. Puzzle und ist, Puzzle Dragons. Also, wenn das neu ist, gell? Mario Edition? Hast du das gesagt? Ja, 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 klar. Nochmal ein Harvest Moon für den 3DS diesmal. Guck mal, hier haben wir noch. Fire Emblem für den 3DS. Oh. Dragon Quest. Oha, das habe ich gar nicht gesehen. Hast du das gesehen gehabt beim Ankauf? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann schon oh sein. Oh Mann, oh Mann, guck mal. Castlevania Chronicles, guck mal, für die PS1. Hat mal gekostet 24,90. Wow. Auch Preis drauf. Also, ich würde sagen, ein guter Ankauf. Es war ein guter Ankauf, ja. Also man muss sagen, der Herr hat sich echt drum gekümmert, gepflegter Zustand. Auch gut verpackt. Gut verpackt, muss man sagen. Und zum Glück in Bananenkartons, weil die sind ja relativ robust. Ja. Und hat bis jetzt alles gut überstanden, den ganzen Versand. Hier, was ist das denn? Ach so, ja, bevor du es aufhast, Final Fantasy Teile, guck mal hier. Ja, Final Fantasy haben wir hier 6 und Origins für die PS1 und das 7er. Yu-Gi-Oh! World Duel in dem Schuber oder so einem. So, es ist so groß ungefähr wie das Pokémon. Ja, schau mal hin. Von dem? Ja. Ich weiß nicht, man sieht ja. Ja, mal, sieht genau gleich aus. Sieht gut aus. Das ist super. Das ist wunderbar. Oha. Das muss man auch direkt einschublieren. Das sehe ich. Guck dir das an hier. Seht ihr das? Einfach auch neu. Und der Crasher wird das nachher angucken. Der hat das noch gar nicht gesehen. Nein, der hat noch nicht alles gesehen, ja? Ich bin mal gespannt, was er dazu sagen wird. Guck mal, alles komplett neu. Mit Original Sony Banderole drumherum und Pappschuber. Sehr, sehr. Oh, zwischendrin mal ein Switch-Spiel. Mario Odyssey. So, eins da drin. Also, alle Spiele von Heroes of Ruin für den 3DS auch neu. Also, es sind manche Sachen, die hat man so noch nie oder kaum gesehen. Selten, ne? Selten, genau. Hier haben wir nochmal ein Tales of Graces für die PS3 original verpackt. Auch dann, neu. Ja, auch glaube auch eine Steelbook drin. Genau, oder? Hier haben wir ein paar 3DS-Spiele. Doch, das original verpackt. Hier habe ich meinen wegen Steelbook. Mario und Luigi und dann haben wir hier nochmal Monster Hunter. Dann haben wir hier dieses Invisibli-Bli-Bli-Bli. Inazuma. Sag doch mal Invisibli-Bli-Bli-Bli. Für den 3DS.
Ja, das ist wie dieses PSP-Spiel, dieses Invisibis. Das heißt Inazuma 11 oder so, Invisibis. Oh. Hier, für die PS1. Das ist immer angehört wie eine Biene oder wie so eine Fliege gerade. Für die PS1 haben wir ein Final Fantasy. Hier, 3DS Zelda. Ich mach mal weiter, sonst muss ich weitermachen. Ja, Tales of Eternia. Also für die PSP. Gut, wir müssen die Hülle wechseln. Die ist ein bisschen mit Leidenschaft geraten. Ja. Valkyrie-Profile. Ja, Profile. Also. Yu-Gi-Oh! Für die PSP. Hab ich auch. Boah, da ist sogar noch eine Karte drin, die ist doch original verpackt. Was ist das für ein Viech? Zeig mal, wie heißt das? Sieht aus wie eine Zwiebel. Ja. Guck mal, mit Blumensynchron. Blumensynchron heißt das. Das ist hübsch. Aber ich habe auch mal eins, aber ich habe es in original verpackt hier. Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Dry. Tomb Raider für die PS1. Wir sind echt bei Paket 2 oder so. Nee, 3, oder? Okay, ja. Komm, jetzt haben wir das noch schnell raus. Ja, hier. Und das ist auch neu. Guck dir das mal an. Das ist auch neu. Genau, hier haben wir noch einen neuen Nunchuck für die Wii. Ist das neu? Und einen neuen Wii. Weiß nicht, ob der neu ist. Der ist neu. Der ist neu. Guck mal, neu. Ja. Original verpackt. Neue Controller. Das ist... Einfach schön. Einfach schön für die Sammlung. Absolut. So, dann haben wir hier noch zwei Sachen. Ich fange schon mal wieder einzupacken, ja? Pokémon Ranger für den DS. Wie kommt die Karte rum? Ranger! Ranger! Ja, das ist halt ein Ranger, sag ich mal. Ja. Was ist das? Dieses YS-Spiel für die PSP, gell? Davon hat man es vorhin. Das ist einfach, manche Titel sind so schwierig auszusprechen wie manche Namen in Twitch. So. Mhm. Erzwort, D-Wort. Ja, danke schön. Jetzt ist Gespräch. Ja, so, jetzt packen wir das mal schnell ein. Und dann also ihr seht, es würde sich auf jeden Fall lohnen, mal auf Twitch bei uns reinzugucken. Aber nicht nur auf Twitch, ja, ihr könnt uns auch folgen. Auf Insta unter GameCenter4S, auf TikTok, auf Twitter, in Facebook. In WhatsApp könnt ihr euch anmelden. Da gibt es nämlich auch einen Business-Katalog. Genau. Da könnt ihr mal durchgucken, was wir so an Stuff haben. Schaut in unserem Katalog vorbei, da stellen wir immer wieder neue Artikel rein. Könnt ihr in den Warenkorb legen. Wird im WhatsApp-Chat angezeigt. Wir sehen das, wir verpacken das, ab in die Kiste. Und dann Tschüssikowski. Genau. Und kommt auch zu 99,99% heil an. Ah ja. Hey. Ja, das stimmt schon. Kommt gut an. Die Mutti, die packt nämlich und die Madi ist Packmeister Nummer 1. Also das muss man mal ehrlich zugeben. Genau. Hier ein ganz großes Lob an die Mama. An jeden von uns. Aber Mutti macht das echt gut. Ja, so. Ne? Mach das mal weg. Dann nehmen wir mal den da hinten, oder? Ich glaube, das sind Lösungsbücher. Oder machen wir mal den da unten. Komm, wir machen jetzt mal. Oh. Da sind Bücher drin. Oha. Genau. Bücher. Kann man ein bisschen Nase schneuzen damit. Oh, ist das schon wieder eine Connector? Ah, nee, das ist die Xbox. Das ist die Xbox One. Soll ich die auch machen? Lösungsbücher ist auch schön. Lösungsbücher hatten, davon hat man es gestern. Du brauchst keine Angst haben, mit der Schere. Du hast mir schon mal die Haare im Schlaf abgeschnitten, ganz ehrlich. Schwesternliebe nennt man sowas, oder? Das war auszusehen. Ich einfach nichts mehr dazu sagen kann, ne? Das war auszusehen. Auszusehen! Du warst aber nie böse. Was glaubst du? Das hat bis heute verkraftet. Lufia! Lufia-Lösungsbuch für Super Nintendo. Ist ganz schöner Zustand, finde ich. Es ist nicht vergilbt. Na gut, da ein bisschen knickige. Dann seht ihr das ein bisschen. Resident Evil Zero. Ich hau einfach mal kurz durch. Ja, Final Fantasy X. Guck mal. Guck mal. Auch ein schönes Lösungsbuch. Dragon Quest. Die beste Schere der Welt. Mach du mal. Ich finde das glaube gerade ganz amüsant. Toll. World of Warcraft. Verdammt schweres Buch. Und ich hab's geschafft. Ah, das ist dann das erste Modell. Ja. Die 500 GB. Ja. Aber Garantiesiegel ist noch dran. Genau, Zustand ist trotzdem gut. Keine Kratzer. Die ist aber auch matt und nicht dieses Klavierlack. Ja, ja. Und der Controller ist dabei, die Kabel sind dabei. Die muss man ja nachher nicht zeigen. Die Kabel, wisst ihr alle, wie die aussehen. Genau, danach, also wenn wir Konsolen ankaufen, die gehen dann runter zu uns ins Büro. Und wir testen die und lassen sie laufen. Und müssen dann ja komplett nochmal alles auf Werkseinstellung zurücksetzen, bevor wir es weitergeben dürfen, um die ganzen Daten zu löschen, ne? So, guck mal, hier noch neu. Halo 3 Lösungsbuch. Oh, guck mal, ist auch noch neu. Ja. Uff. Ja. Das ist so bei dem Paket so selbstverständlich. Oh, ich wusste ja circa noch. Wusste ich ja circa noch, ja. Wusste ich circa noch. Hier, wusste ich circa noch.
Pokédex, auch ein ganz schöner Oschi. Auch neu, Dragon Age, Lösungsbücher, alle. Klappt das bei dir? Nein, du brauchst Messer. Alle auf Deutsch? Okay, oder auf Österreichisch hier muss ich. Das ist nicht da. Das ist auch schön, guck mal. Zelda Lösungsbuch. Als Hardcover. Hardcover. Ja! Der hat so gut eingepackt. Hardcover finde ich persönlich eigentlich am besten. Ja? Ja. Sieht auch gut aus. Sieht gut aus. Ja. Brauchst du noch erstmal Kaffee? Ich auch. Erstmal aus der Game Center Tasse trinken. Schaut mal, habt ihr die eigentlich schon mal gesehen? Genau, wir haben ganz tolle Tassen. Schaut mal. Daraus trinke ich morgens meinen Kaffee. Kann man bei uns auch erwerben. Meldet euch einfach per WhatsApp. Oder Insta oder. Genau. Schreibt uns einen Brief. Schmeckt persönlich am besten daraus. Ich schieb mal hier die. 8 Tage später ist immer noch. Ja, ist okay. Ich habe schon gleich den ganzen Karton selber hier gezeigt. Ne? Vielleicht wollte ich das auch so. Vielleicht wolltest du das so. Das hast du alles mit Absicht gemacht. Ah ja. Das ist auch schön. Guck mal. Aber es hat er halt toll eingepackt. Das hat er schön eingepackt. Er würde einfach die Ecken schützen. Das ist immer ganz wichtig, wenn ihr ein Paket schickt. Guckt, dass ihr es gut einpackt. Wir hatten jetzt tatsächlich des Öfteren schon mal, dass mal ein, zwei Sachen nachgepackt werden musste von DHL. Das ist immer ganz schade. Pass auf. Pass mal auf hier. Und das? Sprich das mal aus. Road of the Leech King. Auf the Leech King. Ja gut, wie sonst, gell? Alles Lösungsbücher. Ja, mach ja, mal. Ja, nee, alles gut hier. Final Fantasy Lösungsbuch. Also es ist schon geil. Ich wollte gerade dran nicht. Nicht nach Buch. Super Mario Galaxy, das ist für die Wii ein Lösungsbuch. Ich weiß doch, das hatten wir immer da oben stehen. Mhm, ja, haben wir schon immer noch. Und nochmal eins. Boah. So, das waren jetzt nochmal die Lösungsbücher. 2 Kartons haben wir noch und das hört nicht auf. Also es wird gut. Ich weiß, es war noch ein N64-Spiel drin, wo bestimmt ein paar haben wollen. So, dann schieben wir das aus. Was haben wir da drin? Okay, bunt gemischt wieder. Bunt gemischte Kiste. Bunt gemischte Kiste. Du musst hier draufstellen, oder? Jo, es geht. Boah, also die Kabel von der Xbox noch. Ja, genau. Hier haben wir dann nochmal für die Wii U Yoshi's Woolly World. Woolly World. Silent Hill für die 360. Auch noch original verpackt. Dann haben wir hier Skyrim, Fallout 3. Das sind jetzt halt Standardtitel. Die hat er halt dann auch gespielt auf seiner Xbox. Ach, guck mal, wie nett verpackt. Schau mal. Mhm. Dann haben wir hier für die PS3 noch Nier und One Piece für die PS3. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist schon verpackt, gell? Ja. Ja, nochmal ein paar PS4-Titel. Sowas wie Kingdom Hearts. Oh. Fallout 4. Nina ist am Schwitzen. Ja. Wir haben es auch ziemlich warm. Für die PS4. Nina sind mal nie wieder am Boxen-Video. Oblivion für die PS3. Und dann haben wir hier One Piece. Für die PS3. Also hat echt alles gesammelt, gell? Mhm. Man muss sagen, zum Glück hat der Herr wirklich mal ein paar Tage gewartet, weil wir echt ein bisschen gebraucht haben, ja. Um. Aber ja, es lohnt sich zu warten. Ein paar N64-Spiele. Nur die Module ohne OVP, aber sieht gut aus. Pokémon Snap. Schau mal, Paper Mario. Das haben wir gerade nicht da. Also jetzt halt schon, aber auch schon länger nicht mehr gehabt. Mario Tennis. Es kommt gleich was richtig Cooles. Pass auf, Leute, dranbleiben. Echt? Zelda? Ja, jetzt pass auf. Das ist cool. Jetzt kriegst du wahrscheinlich 100 Anfragen. Pass auf. Conker's Bad Fur Day. Na? Cool, oder? Das ist schon ein Highlight. Guck. Ach gut, das sind viele, viele Highlights. Es sind viele Highlights, das hört gar nicht auf, ne? Guck mal, das ist cool und das ist cool und... Das ist auch cool und also das ist gesehen und... Sehr, sehr cool. Jetzt bei uns im Shop erhältlich. Banjo-Tooie für die N64. Und Pokémon Stadium. Wir nennen es übrigens nur Pokémon, gell? Wir nennen es nur Pokémon, wir wissen, was Pokémon ist. Das, Aileen, konnte ich kurz? Mhm. Guck mal, hier bin ich. Magic 2 habe ich jetzt noch nie gesehen für Super Nintendo. Oh, hier, die hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Game Boy Color. Beide Zelda. Ich komme mal ein Stückchen näher. Hallo. Ja, die hier. Hallo. Sehr schöner. Hallo. Schöner Zustand.
Hat er extra eingepackt in Folie. Guck mal, alles voll mit. Ja. Die ganze Theke voll. Ja, okay. Du weißt, wer ankauft, muss auch verräumen nachher. Oh. Echt, sind wir das dann? So, dann machen wir einfach mal die PS4-Spiele. Ich mache das einmal ganz kurz so. Also es sind 2, 4, 6, 8. 8 PS4-Spiele. Darunter Final Fantasy, 2 Teile God of War, 2 Teile Resident Evil. Also das ist sowas, das verkauft man auch relativ gut im Laden. Ich hab's, ich war jetzt hier wieder beschäftigt. Okay, du bist beschäftigt. Okay, also sie sagt einfach mal ja. Ja. Nein, ich habe hier Advanced-Module. Ich rate das mal schnell runter. Breath of Fire. Legends of Zelda. Pac-Man. Metroid Zero Mission. Mach weiter. Ja. Tschüss. Einfach interessieren. Street Fighter 2. 40 Minuten machen wir schon. Heide Blitz. Dungeons and Dragons. Mich hat's einfach interessiert. Ich wollte gucken, wie lange wir jetzt schon Unboxing machen. Broken Sword. Final Fantasy 1 und 2, Dawn of Souls, Golden Sun, oh Mann, Vivian, das ist, Golden Sun, der andere Teil, Zelda 2, Final Fantasy 5, Sword of Mana und ich hoffe immer noch auf irgendein FIFA, komm, irgendwas muss es dabei sein. Ich glaube, es irgendwas ist FIFA. Muss es dabei sein. Ach, so lange schon, ich kann gar kein Deutsch mehr. Final Fantasy Tactics Advance. Okay. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wir das machen. Oh Gott. Also ich mache das jetzt zum ersten nicht. Mal. Was? Ich glaube, ich lese die Kommentare lieber nicht. Ich bin schon müde. Wir haben hier noch 3DS-Module, die rattet ich schnell durch. Super Mario Bros., Kingdom Hearts, Luigi Mansion 2, Xenoblade Chronicles, Dragon Quest, Monster. Den DS, genau. Ja, und nochmal ein Final Fantasy von 3DS und Dragon Quest 6 für den DS. Alles als Module. Er hat alle in eine Tüte gepackt und dann nochmal in Zebra. Guck mal hier. Also erst in Zebra und dann in Tüte. Ja, ja. Oh. Ich weiß, warum er gesagt hat, wir sollen das machen. Das war ihm wahrscheinlich zu viel hier. Wahrscheinlich. Yeah. Also, Mädels, macht mein Unboxing. Mal gucken, wie die Leute so drauf reagieren, wenn ich mal nicht dabei bin. Gucken, wieso die Klicks sind. Also bitte, Leute, klicken, liken, kommentieren. Das ist gut für die Statistik. Ja, da werden wir besser gelistet. Also Leute, holt einfach mal einen Kommi raus. Einen Daumen nach oben, nach unten. Macht einfach irgendwas zur Seite. Einen Stinkefinger, je nachdem, was ihr halt wollt. Aber jetzt noch ganz kurz, solange der Crash nicht zuguckt. Ganz kurz zwischen rein. Happy Birthday to you. Nein. Happy Birthday to you. Die Vivian hat heute Geburtstag und der Papa guckt gerade nicht zu, deswegen. Ich wollte es nur sagen. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatzi. Ich liebe dich. Und ich liebe dich auch. Das ist eine Kleinigkeit für dich. Ja, danke. Und wir wollen im Mai oder Juni zusammen an einem Wochenende nach Mailand fahren wir zwei. Danke schön. Gut, bitteschön. Nur ganz kurz so zwischendrin zur Auflockerung. Ein kleines Geschenk. Oh, meine kleine Schwester wird einfach, wie alt ist sie jetzt? 23. 23. Heide Blitz, du. Mhm. So, jetzt mal kurz zur Auflockerung. Genau, wir haben es nie gemacht. Wir haben es nie gemacht. Er guckt sich das Video nicht an, weißt du? Okay, also. Ich singe nachher zu Ende. Okay. Mhm. Ja, wir können es mal einfach mal kurz so in die Kamera halten, dass ihr das mal seht. Ich habe eine Vita ausgepackt. Ja, okay. Ist da noch eine Memory-Karte mit drin? Ja, ist eine drin. Okay. Das ist noch original verpackt. Monkey Island Collection. Also, ich habe hier eine Vita ausgekramt. Die hat 16 GB. Ausgegraben? Das hat sich an. Okay. Da ist noch eine 16 GB Speicher. Ist PS1 ausgegraben, ja, oder da was? Da ist noch eine Memory Card drin mit 16 GB. Echt, guck mal, wie schön. Ja, Memory Card brauchst du ja überhaupt, um spielen zu können, gell? Jo. Ich grab mal Hast weiter. Du das schon gezeigt? Grab Nein. mal weiter nach Schätzen. Und bis jetzt ist wirklich alles im Schatz. N64 Castlevania. Donkey Kong 64. Die Unboxing-Folge wird die längste Super überhaupt. Mario 64. Mal gucken, wer es bis zum Schluss durchzieht. Also Respekt, ja, wer das macht. Secret of Mana für Super Nintendo, Donkey Kong, Zelda, also und Breath of Fire, Super Nintendo. Ich weiß, wer sich das bis zum Schluss anschaut. Auf jeden Fall noch Shorshi. Shorshi? Renn-Shorsh guckt sich das bis zum Schluss an, das weiß ich. Schallungs kommt auf. Ja? Ja. Okay. Ich schätze mal. Ein schönen Game Boy Advance. Komm, Prisma wird sich auch bis zum Ende anschauen. Ja? Mhm. Ich nicht.
Glaubst du nicht? Da ist ein bisschen, oder ist da eine Folie drauf? Nee. Ich Lost Vikings. Oh, ich kann nicht mehr. Ich brauche einen Kaffee. Wir können das doch eigentlich hier stehen lassen. Man sieht man das? Echt jetzt? Kaffeetasse. Super Metroid. Ich habe noch so 5 bis 10 Spiele. Okay. N64, das habe ich einmal gesehen, bis jetzt. Kirby's 64. Ich glaube, mit der OVP ist richtig teuer. Ja? Es sind viele Sachen teuer. Hast du schon gezeigt, das Unlimited Saga für die PlayStation 2. Im Pappschuber. Okay, ich mache die Kaffeetasse lieber doch weg. Ja, hast du jetzt bald? Nein. Wie viele Kartons haben wir noch? Einen noch, okay. Danach kommt noch einer, ja. Ich glaube, da waren nur noch Lösungsbücher drinnen. Noch mehr Lösungsbücher. Oh. Also, wie ihr seht, liebe Leute, es ist schon viel. Also, oh, schon mal auf hier. Also, da sind jetzt dann nur noch Kabel drin. Kabels. Kabel für die Gamecube. Ach, ist auch eine Gamecube drin? Eine Gamecube, genau, da meinte er, die ist wohl defekt. Aber ach da so. Unten dran ist noch der Gameboy Player. Secret of Evermore. Oh, ja. Der ist, legen wir mal zur Seite. Das Modul ist schon irgendwie ein bisschen... Hey, bleib schon hier, ja? Was soll ich sagen? Ich sag immer dasselbe, ne? Also Final Fantasy und dies und das und... Und jenes. Und jenes und... Okay, das ist so... Yoshi's Island 2, Donkey Kong 3. Cool, oder? Also... Echt schöne Sachen. Seid mal ehrlich. Das ist... Krass. Seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich. Aber hier haben wir noch PS3-Spiele, gell? Seid mal ehrlich. Und ist gut, oder? Guck mal hier. Diablo und Dragon... Age. Dragon. Hier, Rune Factory für die PS3. Dann haben wir noch Kingdom Hearts für die PS3. Need for Speed und Lego Star Wars für die PS3. Also beim Crashen lernen schleppen, glaub mir. Ey, oh. Ich glaube, jetzt sind noch die Lösungsbücher. Oha. Ah, es sind nur noch ein paar Sachen. Dann haben wir es geschafft. Dann geht die Folge so 50 Minuten, 60. Ja. Boah, das wird ein langes Unboxing. Und das war jetzt nur ein Ankauf. Ja, normalerweise, wenn wir die Unboxing-Videos machen, sind ja verschiedene Ankäufe. Aber das war jetzt eine Person. Ein einziger. Und ihr wisst, genau. Wenn ihr was habt zum Verkaufen, es muss nicht in diesem Ausmaße sein. Das war jetzt wirklich mal... Ihr könnt auch nur ein Spiel verkaufen. Ein Spiel verkaufen, ja. Solange der Versand nicht wie hier über 200 ist. Nee, schreibt uns an. Wir gucken es uns an. Wir können mal drüber quatschen. Kommt vorbei. Ja. Genau. Dann können wir auch als Video nehmen oder auch nicht. Es muss ja nicht immer genau sein. Es gibt auch Kunden, du willst reden, gell? Ich will nein, Entschuldigung. Nein, mach, okay. Machst du nur. Okay. Ich fasse da lieber nicht an. Ja, aber jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Es gibt auch Kunden, die... nicht gefilmt werden wollen? Ja, genau. Also, dass ein Einkauf nicht gefilmt werden möchte. Aber ist auch voll okay. Ist völlig okay. Ist für uns auch mal entspannt. Ja. Okay, ist auch wieder alles neu, gell? Ja, was also, na gut, das nicht. Wir haben hier einmal ein Final Fantasy Buch. Boah, das ist aber gemalt. Sammelband, inklusive so. Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Da steht das von doch einfach bis 1 bis 8. Nee. Dann haben wir hier ein Lösungsbuch von Assassin's Creed Black Flag. Auch noch original verpackt. Ja, sehr, sehr schön. Das Buch der Dungeons 3, World of Warcraft, auch neu, guck mal. Voll tut. Richtig gut. Tut er Secret 2 Lösungsbuch. Da ist leider die Folie unten ein bisschen ab. Und hier gibt es auch ein paar Knicke. Knicks. Pokémon X und Y für den 3DS Lösungsbuch. Mhm. Ja, auch schöner Zustand. World of Warcraft nochmal neu. Also kannst du echt. Oh, was sind das? Guck mal. Für den DS. Final Fantasy 3, auch noch neu. Schau mal, was sie kostet hat. 16,99 mal. Ja, das war mal. Das war mal. Dann haben wir hier noch von WoW ein Atlas, die zweite Auflage. Genau, das war jetzt noch dabei. Das hat mal 19,95 gekostet. Und Final Fantasy 13-2. Jetzt haben wir hier noch den Bolle. Und dann haben wir's. Sind wir da schon durch. Ja, ha? 50 Minuten. Aber wer kommt denn da ins Bild? Er huscht einfach vor. Er sagt einfach nichts. Also da meinte er wohl, ich glaube, die liest nicht. Da müssen wir mal gucken. Wir können sie mal anschließen. Controller hat er nachgeschickt, den hat er vergessen.
Genau. Und der Gameboy Player müsste aber noch unten dran sein. Und zwei. Ich sehe gerade gegen die Vitrine gekommen. Sehr gut. So, machen wir mal hier kurz ein bisschen. Okay, bitte nach. Okay. Ich habe gehofft bis zum Schluss. Aber guck mal, es sind noch original Memory-Karten dabei. Genau, und hier unten ist halt der Gameboy Player. Meinte halt nur, die ist wahrscheinlich kaputt. Wir schließen sie einfach mal an. Aber und testen wir mal. Genau, Gameboy Player dabei. So. Boah, wir haben es geschafft. Wir haben es doch ohne Ende, Vivian. Ich weiß nicht, wie viele Artikel es sind. Wir haben gesagt, wir wollen mal durchzählen. Ja, wir zählen mal durch. Wir zählen also mal durch, genau. Ja, wegen dem Preis, da verhandeln wir gerade noch. Wir gucken mal, wir rechnen nochmal alles nach. Der Herr möchte dann das Geld per Überweisung haben. Also ihr könnt auch entscheiden per Überweisung oder per PayPal, wie ihr möchtet. Oder wenn ihr natürlich hier vor Ort ankauft, gibt es Bares. Ja. Genau, das war jetzt der Ankauf. Das ging doch relativ lang. Es waren 6 Pakete. Super Stuff, ja. Wo wir echt durchgerattert haben, gell? Also ein Titel nach dem anderen, ohne jetzt großartig zu quatschen. Mal kurz, ob das eigentlich gut zum Geburtstag gemacht, aber... Genau, Premium-Stuff, oder? Premium-Stuff, 1A-Ware, genau. Also es war wirklich, wirklich gut. Der Cashew gibt von da hinten so einen Daumen. Weil jemand dran will. Ach so, okay. Da möchte jemand rein. Okay, also vielen lieben Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Genau, gebt einen Daumen nach oben oder nach unten, wie ihr mögt. Genau, folgt uns auf Twitch und Insta unter GameCenter4S. Täglich live. Verfolgt uns, was wir hier so treiben. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal, oder? Okay, heute so. Achso. Das war spitze! Oh nein!